Ich freue mich, in dieser Runde besonders zu begrüßen Bruder Thomas Paul in unserer Mitte. Beruflich war er ein Ingenieur. Seit er dem Ruf unseres Herrn gehört hat, er hat seinen Dienst verlassen und hat den Herrn seit 35 Jahren gefolgt und auf dem Weg des Herrn. Nach meiner Erinnerung war er der erste Laie für uns Priester und für Studenten im Priesterseminar ein Exerzitien gehalten hat vor 27 Jahren, im Jahre 1997. Er ist auch weit gereiste Person, heute ist er ist auch hier in Zwiesel gelandet. So, ich möchte ihn herzlich in unserer Mitte mit einem Rundapplaus begrüßen. Heidi, viele von euch schon kennt, sie war auch einmal bei uns als Dolmetscherin hier gewesen. Sie wird auch heute diese Aufgabe wieder tun. Die beiden waren schon mehrere Jahre auch zusammen gewesen. Sie hat auch für ihn diese Aufgabe vor einigen Jahren gemacht. So, sie ist auch sehr herzlich willkommen in unserer Mitte. So, we are really happy to be with you. Wir sind sehr glücklich, hier bei euch zu sein. Always when a big thing happens, there will be lot of struggle before that. Immer wenn etwas Großes passiert, dann gibt's vorher viele Kämpfe. I began my journey from near Dortmund early morning 3 o'clock, but the train stuck up on the way, and another train has to come to transfer all the passengers into that. Ich bin heute um 3 Uhr in der Früh losgefahren in der Nähe von Dortmund mit dem Zug, aber der Zug musste stehen bleiben. Es gab ein Problem. Wir mussten auf einen zweiten Zug warten, und deswegen hat sich alles verzögert. Not in the railway station. In between the rail, the whole, all passengers were transferred to another train. Also der Zug ist losgefahren, das war nicht im Bahnhof, sondern auf der Strecke stoppte der Zug, und die Passagiere mussten den Zug verlassen und in einen anderen Zug steigen. And then we brought to Cologne, from Cologne we had to take another train, and so it was a very good way of the north. Dann wurden wir nach Köln gebracht, und
da ging es von dort an, ging es dann weiter, und so war das der Weg des Herrn. Yeah. So way of the Lord is always a way of the cross. Der Weg des Herrn ist immer ein Weg des Kreuzes. Without cross and suffering and passion, there is no resurrection. Ohne Kreuz, ohne Leiden gibt es keine Auferstehung. And I want to thank for this invitation. Und ich möchte mich für diese Einladung bedanken. And I want to begin with a little bit of my life. Und ich möchte anfangen, euch etwas über mein Leben zu erzählen. As Father was sharing, I was an engineer working. Wie der Pater schon gesagt hat, ich arbeitete als Ingenieur. And did a lot of big work. Und ich habe ziemlich große Sachen gemacht. But once I was traveling in train for such a project. Aber einmal war ich auch im Zug unterwegs zu so einem Projekt. And I had the inspiration to listen more and more the word of God. Ich hatte da die Inspiration, mehr und mehr das Wort Gottes anzuhören. And I was listening to a set of cassettes of an exorcism. Und ich hörte mir ein Set Kassetten an mit Exerzitien drauf. And when I was listening this, the Holy Spirit powerfully anointed me. Und als ich das mir so anhörte, hat mich der Heilige Geist kraftvoll, machtvoll gesalbt. And I began to speak in tongues, and also I began to listen the voice of God. Und ich fing an, in Zungen zu reden, und ich begann auch, die Stimme Gottes zu hören. And I heard that labors, harvest is abundant, labors are few. Und ich hörte, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. And can you go for me? I heard this voice. Can you go for me? Und ich hörte diese Stimme. Kannst du für mich gehen? It was a shock for me. I never thought about evangelizing or preaching. I thought it's the work of the priest and the nuns. Das war ein Schock für mich. Ich hätte mir nie gedacht, zu evangelisieren oder in die Mission zu gehen. Ich dachte, das ist die Arbeit von Priestern oder Klosterschwestern. But three times when I heard this voice, can you go for me? Aber dreimal, als ich diese Stimme hörte, kannst du für mich gehen? The Spirit prompted from my heart, yes, I shall go. Hat der Geist aus meinem Herzen heraus gesagt, ja, ich werde gehen. At that time I got such a anointing. My whole body, I felt the power of the Holy Spirit. Zu dieser Zeit spürte ich so eine Salbung. Mein ganzer Körper spürte die Kraft des Heiligen Geistes. And then, after some time, I was sitting quietly, and a man came to me and asked me, "What happened to you?" Dann saß ich da eine ganze Zeit lang ganz still. Da kam ein Mann und hat mich gefragt, was ist dir passiert? So, because I was, when I was praying in tongues, it was very loud. Als ich nämlich in Zungen redete, war das ziemlich laut. So I told him, nothing wrong happened. I experienced Jesus Christ. Und so sagte ich zu ihm, es ist nichts Schlimmes passiert. Ich habe Jesus Christus erfahren. So in Indian language, it is, I experience Messiah. In indischer Sprache meint das, ich habe den Messias erfahren. Then this man asked, who is that? Und dieser Mann fragte mich, wer ist das? So by that time another man behind him pulled him back and said, you have nothing to do with that. That is a, he is the God of Christians. What have we to do with this? Dann kam ein anderer Mann und wollte ihn wegziehen und sagte zu ihm, komm, du hast mit dem nichts zu tun. Das, da geht's um den Gott der Christen. Was soll das?
Then I felt to speak to him. Und irgendwie habe ich gespürt, ich muss mit ihm reden. Don't say like that. He is not only God of Christians. Sag das nicht. Er ist nicht nur der Gott der Christen. He is not a private property of Christians. Es ist nicht der Privatbesitz von Christen. I don't know who is speaking. I could really feel Holy Spirit is speaking from my heart. Ich wusste nicht wirklich, wer da spricht. Irgendwie spürte ich, der Heilige Geist spricht aus meinem Herzen. I never spoke like this. Ich habe nie vorher so gesprochen. And again I started speaking. I cannot stop. Und dann habe ich wieder angefangen zu sprechen und ich konnte gar nicht aufhören. You must understand, it is in the crowded train. Ihr müsst das verstehen, dass der Platz war ziemlich voll mit Menschen. Not in the church. Nicht in der Kirche. I said, when Jesus came, there were no Christians. Ich sagte, als Jesus gekommen ist, da waren noch keine Christen da. When Jesus was born, there were no Christians. Als Jesus geboren wurde, gab es keine Christen. When Jesus died, there were no Christians. Als Jesus starb, gab es keine Christen. He is not a private property of Christians. Er ist kein Privatbesitz von Christen. He came for all. Er kam für alle. For the whole humanity. Für die ganze Menschheit. You may be a Hindu, you may be a Muslim, you may be a Sikh, but he came for you. He took your sin upon him. Du magst ein Muslim sein, du magst ein Hindu sein oder ein Sikh, aber er kam auch für dich. Er ist für dich gestorben, hat deine Sünden auf sich genommen. Then these people all began to listen to me. Und dann haben all die Menschen angefangen, mir zuzuhören. Again I said one more time, he is not a private property of Christians alone. Und wieder habe ich noch einmal gesagt, er ist kein Privatbesitz von Christen. Then he said, do you have an autobiography of that Jesus Christ? Und er fragte mich, hast du eine Autobiografie von diesem Jesus Christus? I said, it is not known as autobiography, it is known as Bible. Ich sagte, das ist nicht bekannt als Autobiografie, sondern es ist bekannt als Bibel. So, thank God, I had a Hindi Bible with me. Gott sei Dank hatte ich eine Hindi-Bibel mit mir. I took that and I opened the Bible and took the Gospel of Mark. I told him, read this much first. Ich nahm diese Bibel in Hindu also und schlug Hindi. Und schlug dieses Markus-Evangelium auf und sagte zu ihm, lies dieses Evangelium zuerst. It's only 16 chapter, you can read in one sitting. Das sind nur 16 Kapitel, die kannst du auf einmal lesen. And he was so happy. Und er war so glücklich. He took it and kept it with his heart. He said, Jesus Christ is not a private property of Christians. Er nahm es und er sagte, ja, Jesus Christus ist kein Privatbesitz von Christen. After that, when I came to the destination, there was a priest waiting to receive me. Als ich dann am Zielort ankam, war da schon ein Priester, um mich zu empfangen. And I explained to him all these things and I told him to bless me. Und ich erzählte ihm all das, was passierte und bat ihn, mich zu segnen. He invited me to stay with him in the Pfarrheim, in his parish home. Er lud mich ein, bei ihm zu bleiben im Pfarrhaus. And I began to stay with him and we began to evangelize those area. Und ich blieb bei ihm und wir fingen an, dieses Gebiet zu evangelisieren. We were spending time in Eucharistic adoration every day, praying for the land and the people. Jeden Tag haben wir Zeit vor dem Allerheiligsten verbracht und haben für das Land und die Menschen gebetet. And God used to speak to me to do and
to say what in that day. Und Gott hat zu mir immer wieder gesprochen, was ich an diesen Tagen sagen sollte. So I became very popular in that whole area. So wurde ich ziemlich bekannt in diesem ganzen Gebiet. And slowly the whole diocese, the priest invited me to every parish. Und so haben mich die Priester dieser ganzen Diözese zu sich in ihre Pfarreien eingeladen. And also, after that, to make the story short, I was invited to many dioceses all over India, become a very famous preacher. Thousands, even 100,000 people used to come for a big football ground convention. Und um das Ganze abzukürzen, also ich habe dann Exerzitien in Pfarreien in ganz Indien gehalten und es kamen Tausende, Hunderttausende Leute auf Fußballplätzen und ich wurde ziemlich bekannt und alle wollten das Wort Gottes hören. And very big retreats for priests and bishops, they were inviting me for the retreat for priests, so religious sisters and the bishops. Auch Bischöfe und Priester haben mich eingehalten, für sie Exerzitien zu halten. Holy Spirit was powerfully working through me. Und der Heilige Geist hat sehr machtvoll durch mich gewirkt. And in North India, in one of such dioceses, I was preaching. In einer dieser Pfarreien in Nordindien hatte ich mal gepredigt. So the bishop said, this is a place a European priest was murdered. Der Bischof erzählte mir, an diesem Ort wurde ein europäischer Priester ermordet. I felt very painful. Das hat mir sehr weh getan. And I asked him, is his tomb is here? Is he buried here? Und ich fragte ihn, ist sein Grab hier? Ist er hier beerdigt? Yes, yes. Ja. So I felt to go to that tomb and pray. Und irgendwie spürte ich, dass ich zu seinem Grab gehen sollte und beten. As I was praying, I heard a voice. Und als ich so betete, hörte ich eine Stimme. That priest's name was Father Adev Datus, a Capuchin priest from Italy. Das war ein Kapuzinerpriester aus Italien und er hieß Father Adev Datus. Genau. And when I was praying, I heard this voice, we Europeans, many European priests as missionaries came in your land and gave our life for your people. Als ich betete, hörte ich eben diese Stimme, wir oder viele europäischen Priester kamen in dein Land und haben unser Leben hingegeben, um euch zu missionieren. How can you thank God for this? Wie kannst du Gott dafür danken? I said, that is so big thing. How can nothing will be enough to thank? Und ich sagte, das ist so etwas Großes. Es gibt nichts, wie ich da Danke sagen könnte. Then again I heard a voice. Dann hörte ich wieder eine Stimme. Can you come to Europe and help our people? Kannst du nach Europa kommen und unserem Volk helfen? When I heard this, I was filled with the powerful anointing of the Holy Spirit. Als ich das hörte, wurde ich erfüllt mit einer machtvollen Salbung des Heiligen Geistes. I was in tears. Und ich musste weinen. I had to say yes. Und ich musste sagen, ja. And that is how I am here. Und so kam ich hierher. So now 24 years are over. Jetzt sind 24 Jahre vergangen. In the year 2000, when I began to
pray for Europe. That is the first thing we did. Dann haben wir also angefangen für Europa zu beten. Das war das erste, was wir machten. And there the Lord asked me to have perpetual adoration, day and night Eucharistic adoration, and let the people pray day and night for Europe. Und da hat mich der Herr gebeten, die ewige Anbetung zu beginnen, also Tag und Nacht für Europa zu beten. We began. Und so haben wir begonnen. I made a specially group of people, two persons sit 2 hours, then another 2 persons, like that 24 hours. Ich stellte eine besondere Gruppe von Menschen zusammen. Immer 2 Menschen beteten 2 Stunden und dann kamen die nächsten 2 Stunden, immer für 2 Stunden. And one day the Lord said, you, that is me, stay with that group 1 week and pray. Und einmal sagte der Herr zu mir, du, also ich, bleib bei dieser Gruppe 1 Woche lang und bete mit ihnen zusammen. So I had to cancel one of the retreat exercises. Also musste ich so Exerzitien absagen. And I prayed 1 week for Europe, and it was Holy Spirit led me to pray mainly for Germany. Und ich setzte mich hin und betete 1 ganze Woche lang für Europa. Und der Heilige Geist leitete mich vor allem für Europa, für Deutschland zu beten. And the 7th day. Noontime, it was a Saturday. Am 7. Tag, mittags, es war ein Samstag, we got a call from Germany. Haben wir einen Anruf aus Deutschland erhalten. Telephone call from Germany. Ein Telefonanruf aus Deutschland. The girl who was attending the phone was screaming, hey, there is a call from Germany, when we were praying for Germany. Das Mädchen, das den Hörer abnahm, fing an, laut zu schreien, hey, wir haben einen Telefonanruf aus Deutschland, gerade als wir dafür gebetet haben. That was Margarita Valapilla from Bad Soden-Salbmünster. Das war Schwester Margarita aus Bad Soden-Salbmünster. She's telling, I was trying to contact you for 1 week, I am not getting Thomas Paul, you must come to Germany, I invite you, please come. Sie sagte, ich versuche dich schon 1 Woche lang zu erreichen und ich erreiche dich nicht. Du musst unbedingt nach Deutschland kommen, ich lade dich ein. How the Holy Spirit and the Lord is organizing things. Wie der Heilige Geist und der Herr diese Dinge organisiert. And then I explained everything to her. I said, alone, my coming alone is not enough. I have to bring few people so that we have to start a Eucharistic adoration day and night and pray. Then only the evangelization can go strong. Dann erklärte ich ihr, es reicht nicht, wenn ich alleine komme. Es müssen ein paar Leute mit mir kommen und wir müssen dort anfangen zu beten vor dem Allerheiligsten und erst dann können wir anfangen zu missionieren. So initially it was very difficult. 5 people. Oh, 5 people. Am Anfang war das ziemlich schwierig. 5 Leute. Their visa, their traveling expense, everything. Ein Visum zu erhalten, dann die ganzen Ausgaben für die Reise. But after some time there was a retreat on Eucharistic adoration and forbid debate on intercession. So I invited her. She was coming to India at that time to participate in that. Da war Exerzitien für Fürbitte und Gebet vor dem Allerheiligsten in Indien und ich habe sie eingeladen, nach Indien zu kommen, um dort daran teilzunehmen. So she was already coming to India. Und so sie war wollte eigentlich sowieso nach Indien kommen. So she attended 5 days that retreat. Und dann hat sie 5 Tage lang an diesen Exerzitien teilgenommen. Then she said, yes, bring all people. Let us start day and night adoration in Bad Soden-Salbmünster. Und dann sagte sie, ja, bring all die Leute. Wir wollen anfangen in Bad Soden-Salbmünster Tag und Nacht anzubeten.
And when we came to Frankfurt, when we came to Bad Soden, like this, without even changing the clothes, the first thing we started was eternal adoration in that exorcism house. It is still continuing. Und als wir dann in Frankfurt bzw. in Bad Soden angekommen sind, haben wir nicht mal unsere Kleider gewechselt, sondern wir haben sofort angefangen mit der ewigen Anbetung, und die gibt es heute noch. Yeah. And that, after that, their ministry becomes so successful, so wide, and so much activities began. Und deren Dienst ist dann so groß geworden und hat sich so sehr verbreitet, da hat ganz viel angefangen. It is there I met Heidi. Und dort habe ich Heidi getroffen. 22 years back. Ungefähr 22 Jahre, yes. Vor 22 Jahren. And thereafter we happened to have many adoration centers in different places in Wien, so Heidi full time started having this adoration and prayer and also traveling with me for exorcism. Und danach haben wir verschiedene Anbetungszentren aufgebaut, und auch Heidi hat dort gebetet 24 Stunden und ist mit mir herumgefahren. So in that process I also met Michael. Und Michael, da habe ich dann auch Michael getroffen. And in that process Heidi and Michael met in this adoration and evangelization work, and they got married. Und im Zuge dieser Evangelisationsarbeit haben sich Heidi und Michael getroffen und sie haben geheiratet. So this is our story. Das ist also unsere Geschichte. So now one of our slogan at that time, at the beginning of adoration in many places in Germany, Austria, Switzerland, France. Einer unserer Slogans damals, als wir angefangen haben, in Deutschland, Schweiz und Österreich diese ewige Anbetung aufzubauen. We prayed, we need in Europe 100 adoration centers. Da haben wir gebetet, wir brauchen in Europa 100 Anbetungszentren. The same thing the Lord spoke to me in India, and it happened, and we did it. In Indien hat der Herr zu mir dasselbe gemacht, und dort ist es wirklich geschehen. And now when we look back, I think there are more than 100 adoration centers in Europe. Und wenn ich jetzt zurückschaue, ich glaube, da gibt es jetzt mehr als 100 Anbetungszentren in Europa. In Herosbach, the priest invited me to come there and speak about Eucharistic adoration. In Heroldsbach hat mich der Priester dort eingeladen und mich gebeten, über Anbetung zu sprechen. And I spoke. Und ich sprach. And then I said, I am every day in the night, sometime in the adoration. I can pray night 12 o'clock to 4 o'clock. If you like, others can take other time in the night. Und ich sagte zu ihm, ich bete sowieso in der Nacht, ich übernehme die Stunden in der Nacht von 12 bis 4, und wenn von euch jemand Lust hat, dann kann er die anderen Stunden in der Nacht übernehmen. I felt inspiration to ask, if anybody interested to join, please raise hands. Irgendwie hatte ich diese Inspiration, die Leute zu fragen, wenn jemand teilhaben möchte, mitmachen möchte, dann soll er die Hand heben. I think 6 people raise hands. Und ich glaube, 6 Leute haben die Hand gehoben. I said, very good. I take 12 to 4. You take before that and after that, so we can start the night adoration. Und ich sagte, sehr gut, ich nehme die Zeit von 12 bis 4 und ihr nehmt die Zeit vorher und nachher, und dann können wir anfangen. It is still continuing more than 12 years now. Und es ist immer noch am Laufen, mehr als 12 Jahre. Yeah. Jetzt. Now, what I want to say, it is such a big gift
to the humanity. Also was ich sagen möchte, es ist so ein großes Geschenk für die Menschheit. But we don't know much about how it is a gift. Aber wir wissen das nicht so recht, wie, was für ein Geschenk. So it is necessary somebody should explain it and make somebody who experienced that explain it. Es ist also notwendig, dass jemand, der das schon erfahren hat, es erklärt. And somebody also lead them to experience this. Und dass jemand auch anleitet, damit man solche Erfahrungen machen kann. And once we start experiencing, it's an attracting power. Something is attracting. Und wenn wir mal Erfahrungen machen, dann werden wir angezogen davon. Irgendetwas zieht uns an. It's really, we feel somebody is pulling you. Es ist wirklich so, als ob dich jemand dorthin zieht. Because our God is a person. Weil unser Gott eine Person ist. Our God is not a philosophy or a mythology. This is what Pope Benedict used to always say. Unser Gott ist keine Philosophie, das sagt der Papst. Or a mythology. Oder eine Methode. Mythology. Or some story or something. Eine Mythologie, ja. Eine Mythologie. Because there are so many religions based on myth, mythology. So viele Religionen basieren auf einem Mythos. It was never a reality. Das gab's niemals. Es war niemals Wirklichkeit. But for us, Jesus is real. He is the truth, and he is a person. He is true God and true man. Für uns gilt: Jesus ist wahrhaftig. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Yeah. Er ist eine Person. Yeah. And a very easy understanding of adoration is like this. Die Anbetung ganz leicht erklärt. Erklären könnte man so. Without any theology, ohne, we can understand. Ohne große Theologie kann man das verstehen. Imagine in the sunlight a stone. A rock is lying in the sunlight. Stellt euch vor, ein großer Stein, ein Felsbrocken liegt in der Sonne. Yeah. What will happen? Was passiert dann? In few minutes the stone become warm. In ein paar Minuten heizt sich dieser Stein auf. Is the stone doing anything? Macht der Stein irgendwas? Nothing. Nichts. Who is doing? Wer macht etwas? That light. Dieses Licht. The light of the sun has power to make such a strong rock warm. Das Licht der Sonne hat die Macht, so einen kräftigen Stein warm zu erwärmen. That is not ending there. Aber damit hört's nicht auf. So by noontime the stone become very hot. Mittags wird dieser Stein sehr heiß. And the warmth will transmit to the earth. Und die Wärme, die Hitze wird sich auf die Erde übertragen. So this is the very simple Beispiel, simple example, when we sit in front of the Eucharistic Lord, who is the light of the world. Das ist ein ganz einfaches Beispiel dafür, was passiert, wenn wir vor dem eucharistischen Herrn sitzen, der das Licht der Welt ist. We will become warm. Wir werden warm. We don't have to do anything. Wir müssen nichts machen. That is the first step. Das ist der erste Schritt. And after a few minutes, from our heart, from our soul, this warmth will transmit to the earth, means to our surroundings.
Und nach ein paar Minuten wird sich diese Hitze auf die Erde übertragen, das bedeutet in unsere Umgebung. To our husband, our wife, to our children, grandchildren. Zu unserem Ehemann, zu unserer Ehefrau, zu unseren Kindern, zu unseren Enkeln. Today, the young generation, the youth and the children, they are attacked by the world and attached to the world. Unsere Jugend und unsere Kinder heute sind von der Welt angezogen. How can we help them? Wie können wir ihnen helfen? Particularly in the university, they are in the midst of so many type of teaching, so many type of Überzeugung, convictions. We have to help them. Ganz besonders an der Universität, da gibt es so viele Überzeugungen. Wie können wir ihnen helfen? Help is, there is a God-given verbindung. In Isaiah 59:21 says, in Isaiah 59:21, Jesaja 59:21, which says, this is the covenant I have with you, says the Lord. Da steht, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließe, spricht der Herr. See, a covenant. God has made a covenant with us. Ein Bund. Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. Says the Lord. Das sagt der Herr. My word and my spirit, which I put in your mouth, will not go away from you, nor from your children, nor from your children's children, says the Lord. Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen nicht weichen aus deinem Mund, aus dem Mund deiner Nachkommen und aus dem Mund der Nachkommen deiner Nachkommen, spricht der Herr. Imagine. Stellt euch das vor. Two places in this word of God, at the beginning and end, it is written, says the Lord. Zweimal, am Anfang und am Ende von diesem Wort Gottes steht, spricht der Herr. I have learned a lot of places Bible, but I have never found one word in two places the Lord says the Lord. Ich habe mich ganz viel mit der Bibel beschäftigt, aber ich habe an keiner anderen Stelle gesehen, dass er zweimal an derselben Stelle, dass da geschrieben steht, spricht der Herr. What about you? Do you remember already? Not yet. Yeah. She is a theologian, so I'm asking her. And she is teaching theology or religion. We don't find. I'm telling, so it is very important announcement and a covenant God is promising to us. Also wir finden das in der ganzen Bibel nicht. Das heißt, es ist sehr wichtig, dieser Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Yeah. What is it? The word and the spirit I put in you. Also um was geht's? Das Wort, mein Wort und meinen Geist habe ich in dich gelegt. What is that word and the spirit? Und was ist dieser Geist und dieses Wort? That is Jesus himself. Das ist Jesus selbst. Angel of the Lord declared to Mary, Mary conceived through the power of the Holy Spirit. Der Engel des Herrn sprach zu Maria, brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Yeah. Mary conceived through the Holy Spirit and the Word became flesh. Also Maria hat vom Heiligen Geist empfangen und das Wort ist Fleisch geworden. So the Word and the Spirit. Also, Jesus Christ. Das heißt, das Wort und der Geist ist Jesus Christus. And in the Holy Mass, the priest is praying epiklesis, the Holy Spirit come. Und in der Heiligen Messe spricht, betet der Priester die Epiklesie, in der Epiklesie, Heiliger Geist, komm.
So Holy Spirit. Also Heiliger Geist. And the Word. Und das Wort. He take the bread and say the Word of Jesus. Er nimmt das Brot und sagt die Worte Jesu. This is my body. Das ist mein Leib. And this bread become Jesus Christ. Und dieses Brot wird Jesus Christus. His body. Sein Leib. So, in the Eucharist, we are receiving God Himself. In der Eucharistie bekommen wir Gott selbst. Wir empfangen ihn selbst. We are not receiving some gift from God. Wir empfangen nicht irgendein Geschenk von Gott. Always we are interested to get some gift from God. Wir wollen immer Geschenke von Gott. Christmas, oh Christmas, we get very good gifts. Children already start giving a list. In this Christmas, I want an iPhone, I want this, that and all. An Weihnachten gibt es immer sehr schöne Geschenke und die Kinder fangen schon an, Listen zu schreiben. An Weihnachten möchte ich ein iPhone und so weiter. But they don't understand. Aber sie verstehen nicht. We are receiving God Himself as a gift. Wir empfangen Gott selbst als ein Geschenk. And now, when we say grandparents or parents, I'm a grandparent. Also sagen wir Großeltern, ich bin auch ein Großvater. So when I receive this, wenn ich das empfange, and I believe this word, und ich glaube diesem Wort, the promise of God, dem Versprechen Gottes, that once you have it, it will not go away from you, not from your children, not from your children's children. Wenn es in deinem Mund ist, wenn du es einmal hast, dann wird es nicht weichen aus deinem Mund, aus dem Mund deiner Nachkommen und auch aus dem Mund der Nachkommen deiner Nachkommen nicht. One day in Germany, in Bayern only. Einmal in Deutschland, in Bayern sogar. A woman came to me and said, Thomas Paul, my daughter is 29 years old, but 4 years now I have not seen her. I don't know where she is. Kam eine Frau zu mir und sagte zu mir, Thomas Paul, meine Tochter ist 29 und ich habe sie 4 Jahre lang jetzt schon nicht mehr gesehen. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Sometimes I hear she is with that friend, but afterwards another friend. These are all I am hearing from some people. Manchmal höre ich, sie ist bei dem Freund. Dann höre ich von anderen Leuten, sie ist bei einem anderen Freund. Aber das höre ich nur von Leuten. How can I get back my daughter? Wie kann ich meine Tochter zurückbekommen? Yes, it is possible. Ja, das ist möglich. Hä? Is it possible? Hä? Wie ist das möglich? Yes. Then I prayed for her. This word, Holy Spirit gave me this word. Dann habe ich für sie gebetet und der Heilige Geist hat mir genau dieses Wort gegeben. That is the time this word gave me very strong understanding. Zu dieser Zeit habe ich dieses Wort sehr gut verstanden. She cannot say, she has no communication to her daughter. She cannot contact her. Sie konnte ihre Tochter nicht kontaktieren. Sie hatte keinerlei Kommunikation mit ihr. So I said, you believe this word. Also sagte ich zu ihr, glaube an dieses Wort. And early morning you read the word of God and pray to Holy Spirit. Und bete ganz früh am Tag, bete zum Heiligen Geist und lies das Wort Gottes. And possibly go to Eucharistic adoration and Holy Mass. Und wenn möglich, dann geh zur Anbetung und zur Heiligen Messe. Okay, is that enough? Ja, ist das genug? Yes, because he says, if the Word and the Spirit is in you. Ja, denn er sagt,
wenn der Geist und das Wort in dir ist, it automatically transmits to our children. Dann wird es sich automatisch zu unseren Kindern übertragen. Like the stone which become warm will transmit to the earth. Wie bei diesem Stein, der sich erwärmt und die Hitze dann an die Erde abgibt. And I told her, better you must read the book of wisdom. Und ich sagte zu ihr, es wäre gut, wenn du das Buch der Weisheit liest. And when you are in adoration, you also pray for wisdom. Und wenn du in der Anbetung bist, dann bete auch um Weisheit. Now what is needed for our young generation? Was braucht unsere junge Generation? They have intelligence. Sie haben Intelligenz. They know the science. Sie kennen sich in der Wissenschaft aus. But they need God's intelligence, divine intelligence. Aber sie brauchen Gottes Intelligenz, göttliche Intelligenz. Divine wisdom. Göttliche Weisheit. So she agreed. Sie hat zugestimmt. After about 6 months, I was in another town for a retreat. Nach ungefähr 6 Monaten war ich in einer anderen Stadt, um Exerzitien zu geben. As soon as I reached there, this woman came running to me. Und sobald ich dort ankam, kam genau diese Frau auf mich zugelaufen. Thomas Paul, das ist funktioniert. Thomas Paul, es hat funktioniert. I said, what? Und ich fragte sie, was? Do you remember I told about my daughter and you said to pray like this? Erinnerst du dich? Ich habe dir von meiner Tochter erzählt und du hast mir gesagt, ich soll so und so beten. She has come back. Sie ist zurückgekommen. And und big wonder is she wants to do all what I am doing. Und das große Wunder ist, sie will all das auch tun, was ich tue. She has come. She want to attend Thomas Paul's exercise. See, she's standing there. She has come for this exercise. Sie ist sogar zu diesen Exerzitien gekommen. Sie wollte an diesen Exerzitien mit Thomas Paul teilnehmen. Schau, dort ist sie. Unbelievable. Unglaublich. And the mother came to me and said, you have to give her a counseling. She do not know how to make a confession. You have to. I said, I will help her. I will prepare for a confession. Und die Mutter kam zu mir und hat gesagt, du musst ihr helfen. Sie weiß nicht, du musst mit ihr reden. Sie weiß nicht, wie man beichtet. Und ich habe zu ihr gesagt, ja, ich helfe ihr natürlich. So, I gave her time and I spoke to her. I explained about the forgiveness of Jesus, about the sacraments of confession. Und ich gab ihr Zeit und ich erklärte ihr alles. Ich erklärte ihr etwas über die Vergebung Jesu, alles, was notwendig war. She did the first confession and first Holy Communion, but afterwards she never did the confession. Sie hat einmal gebeichtet und die Erstkommunion empfangen, aber danach nie mehr. Now she did her life confession. Und jetzt legte sie ihre Lebensbeichte ab. I remember even very clearly her expression after that confession. Und ich kann mich noch ganz klar an ihren Ausdruck nach dieser Beichte erinnern. She said, I feel like a butterfly. Und sie sagte, ich fühle mich wie ein Schmetterling. That was her feeling. Das war ihr Gefühl. I want to fly. Ich will fliegen. It is so good. Es ist so gut. So this is the way we can get the work done by the Lord in our family, in our children, in our country. So können wir also dem Herrn die Arbeit machen lassen in unserer Familie, in unserem Land. We always this is a expression. Arbeit. We are very much used to work. We have to work. Wir sind an Arbeit gewöhnt. Wir müssen immer arbeiten. Yeah. Yes.
Ja. But you should not forget, there is somebody else is interested to work. Aber du solltest nicht vergessen, dass da noch jemand Interesse hat zu arbeiten. That is Jesus and the Holy Spirit. Das ist Jesus und der Heilige Geist. Do you want they work for you? Wollt ihr, dass sie für euch arbeiten? And when Jesus say, I am with you, like when we were children or our children or we parents hold the hands of the children. Wir Eltern halten die Hand unserer Kinder. Because they should not go here and there. Weil wir wollen nicht, dass sie da und dort hingehen. Suppose we don't say, my child, hold my hand. Stellt euch vor, wir sagen nicht, Kind, halt meine Hand. Because if they hold our hand, sometime they will run away. Wenn sie nicht unsere Hand halten, dann werden sie irgendwann weglaufen. If they hold our hand, they can leave the hand. Wenn sie unsere Hand halten, können sie auslassen. Yeah. But if we hold their hand, they cannot leave. Aber wenn wir ihre Hand halten, können sie nicht auslassen. So what is better? Also was ist besser? We holding the hand of Jesus or we are Jesus, you hold my hand. Dass wir die Hand Jesu halten oder dass wir Gott, Jesus bitten, unsere Hand zu halten. In adoration, a magnetic power embraces, holding us without leaving us. In der Anbetung hält uns eine magnetische Kraft, sie umarmt uns, sie lässt uns nicht aus. We have a God who came down. Wir haben einen Gott, der herunterkam zu den Menschen. Man did not go to heaven. Der Mensch ging nicht in den Himmel, to see God. Um Gott zu sehen. God came from heaven to seek man. Sondern Gott kam vom Himmel, um den Menschen zu suchen. I remember Mother Teresa's sister was telling me. Ich kann mich daran erinnern, dass mir eine Mutter Teresa Schwester mal erzählt hat. She was in the market, so she saw a lady. She wanted to speak about Jesus. Sie war auf dem Marktplatz und sah dort eine Frau und sie wollte mit ihr über Jesus reden. So that woman refused. No, no, I don't want to hear you. Every religion go to God. Aber diese Frau lehnte ab und sagte, nein, 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 ich will das nicht hören. Jede Religion geht zu Gott. So these sisters say, yeah, but our religion don't go to God, but God come to us. Und diese Schwester sagte, ja, aber unsere Religion geht nicht zu Gott, sondern Gott kommt zu uns. What? Was? God come to us? Gott kommt zu uns? Then she started listening. Und dann hat sie angefangen zuzuhören. See, that very idea. What is Jesus? Dieser Gedanke, dieser einzigartige Gedanke, was hat Jesus gemacht? Who is Jesus? Wer ist Jesus? He became man. Er wurde Mensch. In the Catechism, paragraph 469. Im Katechismus, paragraph 469 says, the church thus confess that Jesus is inseparably true God and true man. 469, dort steht, die Kirche bekennt so, dass Jesus untrennbar wahrer Gott und wahrer Mensch ist. He is truly the Son of God, who without ceasing to be God and Lord, became man and our brother. Er ist wirklich der Sohn Gottes, Mensch geworden, unser Bruder,
und dies ohne aufzuhören, Gott unser Herr zu sein. Can you believe this? We have a brother who is God himself. Könnt ihr das glauben? Wir haben einen Bruder, der Gott selbst ist. We have a Verwandtschaft. Is that right? Wir haben sowas wie eine göttliche Verwandtschaft. A relationship. Eine Beziehung. Sometimes if your brother is promoted and become a, or suppose your brother become a prime minister, then you are very much proud. You started telling everybody, stellt euch vor, euer Bruder wird Premierminister und dann seid ihr sehr stolz und erzählt jedem, oh, mein Bruder ist Minister, er ist Minister. And many people will come to you for some recommendations to get the work done. Und dann kommen ganz viele zu euch und wollen eine Empfehlung, dass er irgendwas macht für sie. Imagine, stellt you euch das have vor. A brother. He is greater than the Prime Minister. He is the King of Kings. He is the Creator God. He is Almighty. Stellt euch vor, ihr habt einen Bruder, der mehr ist als ein Premierminister. Er ist wirklich Gott. Er ist allmächtig. So, we must understand, it is not a principle, but it is a person. He is a person. Ihr müsst es verstehen, es ist kein Prinzip, er ist eine Person. And a relationship. Eine Beziehung. Yes. Once again, let us read that for 69. It's a very beautiful teaching. Lesen wir nochmal Paragraph 469, eine sehr schöne Lehre. Die Kirche bekennt so, dass Jesus untrennbar wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Er ist wirklich der Sohn Gottes, Mensch geworden, unser Bruder. Und dies ohne aufzuhören, Gott unser Herr zu sein. Now, maybe 460 also we read, 461. Und vielleicht lesen wir auch noch 461. Incarnation. Die Menschwerdung. Taking up St. John's expression, the word became flesh. Church calls incarnation. Im Anschluss an die Sprechweise des heiligen Johannes, das Wort ist Fleisch geworden, nennt die Kirche das Geschehnis, dass der Sohn Gottes eine menschliche Natur annahm, um in ihr unser Heil zu wirken, Inkarnation, Fleisch oder Menschwerdung. The fact that the Son of God assumed a human nature in order to accomplish our salvation. I read already, yes. So, the body, the flesh of Jesus, also das Fleisch, der Leib Jesu, is our flesh, the flesh of the whole humanity. Ist wie unser Fleisch, das Fleisch der ganzen Menschheit. He is eternal word. Er ist das ewige Wort. He assumed, angenommen. Hat, und dieses ewige Wort hat angenommen, Fleisch. Fleisch angenommen. Correct? Yes. And in the Holy Eucharist, this is wiedergegenwärtig, reenacted. Und in der Heiligen Eucharistie wird dieses Geheimnis vergegenwärtigt. So that every one of us have that person Jesus in our life. So dass jeder von uns diese Person Jesus in seinem Leben empfangen kann. So we become Christian, a Christopher, we become a carrier of Christ. So werden wir ein Christ, ein Christopher, ein Christusträger. And he lead our life. Und er führt unser Leben. Yeah. He lead our life. Er führt unser Leben. So Jesus said, I am the light of the world. Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Yeah. And our life from the baptism onwards begins, and in the altar is always the light.
Und unser Leben beginnt auch mit der Taufe hier am Altar. Da geht es immer ums Licht. Yeah. See this. On the Easter night, the church was dark and Lumen Christi, the light came. In der Osternacht ist die Kirche zuerst ganz dunkel und dann singt der Pfarrer Lumen Christi und dann kommt das Licht. And we all lighted our candles from that light and the whole church became fully lighted. Und dann zünden wir alle unsere Kerze an dieser Kerze an und die ganze Kirche erhellt sich. And in the baptism we receive the light. Und in der Taufe empfangen wir dieses Licht. I have a candle. Just a minute, I will show you. Ich habe eine Kerze. Einen Moment, ich zeig's euch. I was wondering where can I light this candle. Then I looked. Already the light is here. Ich habe mir schon überlegt, wo ich diese Kerzen anzünden kann. Und dann habe ich so rumgeschaut und da war schon dieses Licht hier. This red candle is Jesus. Diese rote Kerze ist Jesus. Yeah. And say in our baptism, the priest at the time of baptism lighted a candle and given to us. Und sagen wir in unserer Taufe, nimmt dann der Priester eine Kerze, entzündet sie und gibt sie uns. Thomas Paul, you are the light of the world. Thomas Paul, du bist das Licht der Welt. Heidi, you are the light of the world. Heidi, du bist das Licht der Welt. Now you take your name. Und jetzt setzt euren Namen ein. You try to remember what happened at the moment of your baptism. Versucht euch daran zu erinnern, was im Moment der Taufe passiert ist. You are the light of the world. Du bist das Licht der Welt. Now you see here, is there any difference between these two candles? Jetzt schaut mal nach vorne, gibt es da einen Unterschied zwischen diesen beiden Kerzen? And can Jesus give half the light only? Kann Jesus nur die Hälfte des Lichtes geben? He cannot. Kann er nicht. Look here. Schaut noch mal her. Can he give only half light or full light? Kann er nur die Hälfte des Lichtes abgeben oder muss er das Ganze geben? And even if he give any light, will his light reduces? Und wenn er uns dann etwas gibt und allen anderen auch, wird deswegen sein Licht weniger? He gave fullness of light. Er gibt die Fülle des Lichts. So this is what we have to understand. Das, God gives his fullness. Das müssen wir verstehen. Gott gibt sein Ganzes, seine Fülle. But one point, we have to give the light, he must melt. Aber einen Punkt gibt's da, um Licht geben zu können, müssen wir schmelzen. That is a little painful. Das ist etwas schmerzhaft. He gave his life. That is called sacrifice and love. Er gab sein Leben und das wird auch genannt. Er opferte sein Leben. He is melting. Er schmilzt. To become a light for us. Damit wir Licht werden. So Christian life is a life we are melting. Ein christliches Leben ist auch ein Leben, in dem man schmilzt. A husband is melting for his wife and children. A mother is melting for her husband and the children. Ein Mann schmilzt für seine Frau. Eine Frau schmilzt für seine Kinder, für ihre Kinder und für den Mann. So then only we can be a light. Nur dann können wir Licht sein. So, coming to the point, this light.
which began in our life and which began in the Easter night is the same Holy Eucharist. Um zum Punkt zu kommen, dieses Licht, das in der Osternacht angefangen hat zu brennen, wurde die Eucharistie. Now, in that process, I want to also show you something. Oh, it is. Ich möchte euch noch etwas anderes zeigen in diesem Zusammenhang. Now, we all know that on the Easter night, the priest make some drawings on the candle. Wir wissen vielleicht, dass der Priester in der Osternacht so etwas auf die Kerze zeichnet. When he draw a line from top to bottom, he says, from the, he says, you are same yesterday and today. Wenn er diesen Strich von oben nach unten zieht, dann sagt er, du bist derselbe gestern und heute. That is, you are, you are now and forever same. Du bist derselbe jetzt und in Ewigkeit. And when he draw here, he says, you are Alpha and Omega. Und wenn er den Querstrich nachzeichnet, dann sagt er, du bist Alpha und Omega. Then this Alpha and Omega is written here. Und dann steht da auch Alpha und Omega drauf. Then the years are marked here. Und it's not written. Die Jahreszahlen sind meistens auch drauf geschrieben, hier nicht. So when we write, when he write the year, he says, all time is yours. Und wenn er diese Jahreszahlen nachfährt, dann sagt er dazu, dir gehört die ganze Zeit. You are above all time. Du stehst über der Zeit. Lumen Christi. So, from that moment, this candle, Paschal candle, really is a, has a sacramental value. Von diesem Moment an hat diese Kerze wirklich einen sakramentalen Wert. Yeah. So it is kept in a very important place in the church. Und deswegen steht die Kerze auch an einem sehr wichtigen Ort in der Kirche. And on that night, this light candle is immersed in the water three times, and that water becomes the baptismal water. Und in dieser Nacht wird diese Kerze dreimal in das heilige Wasser untergetaucht, und dieses Wasser wird zum Weihwasser. And near the altar it is kept, and every time we incense, believing that is Jesus himself. Und die Kerze wird in der Nähe vom Altar aufgestellt, und der Priester inzensiert, also mit dem Weihrauch, und wir glauben, es steht für Jesus Christus and selbst. Especially on the baptism time, this light is taken from that Paschal candle. Und auch während einer Taufe wird das Licht von dieser Osterkerze angezündet, genommen. Okay. Now, the symbol of the light is very important for our Eucharistic adoration and our belief. Dieses Symbol des Lichtes ist sehr wichtig für die eucharistische Anbetung und auch für unseren Glauben. We may have so many unholiness. Wir haben vielleicht so viel Unheiliges. Sinfulness. Sündhaftes. Bad situation in our life. Schlimme Situationen, schlechte Situationen in unserem Leben. All that thing can be said in one word, darkness. Das alles kann zusammengefasst werden in einem Wort, Dunkelheit. Yeah. Suppose one of our son or our relatives are doing very bad things to us.
Angenommen, einer aus unserer Verwandtschaft macht uns, tut uns irgendetwas Böses an. That is darkness. Das ist Dunkelheit. We can be afraid of that. Wir können uns dafür fürchten. We are helpless. Wir sind hilflos. But we must understand one fact. Aber wir müssen eine Tatsache verstehen. How this darkness can be removed? Wie kann diese Dunkelheit entfernt werden? Only put on the light. Wir müssen nur das Licht einschalten. Only the light can remove the darkness. Nur das Licht kann die Dunkelheit entfernen. Suppose this church, we know in the Easter night the church was fully dark, but one candle broke the darkness. Wir wissen, in der Osternacht ist diese Kirche vollkommen dunkel. Nur eine Flamme erhellt die Dunkelheit, bricht die Dunkelheit. So, we must recognize God has given us such a power to every Christian to break the darkness. Und wir müssen das es muss uns bewusst werden, dass Gott uns so eine Macht verliehen hat, jedem Christen diese Dunkelheit zu brechen. Darkness in our own life. Die Dunkelheit in unserem eigenen Leben. We are struggling, but no need of struggling, only light. Wir kämpfen, aber eigentlich müssen wir nicht kämpfen. Nur Licht braucht's. Go to the light. Geht zum Licht. Sit in front of the light. Setzt euch vor das Licht. Oh Lord, you know my problem. Oh Herr, du kennst meine Probleme. I cannot do it. Ich kann das nicht lösen. I am fed up. Mir reicht's. Okay, my dear, don't worry. Sit with me. Okay, mein Liebes, mach dir keine Sorgen. Setz dich zu mir. We always think we have to work, we have to pray. Wir denken immer, wir müssen was tun, wir müssen beten. But in Markus Evangelium, aber im Markus Evangelium, Chapter 14:32, Kapitel 14, 32, it says, sit with me while I pray. Dort steht, Kapitel 14, Vers 32, dort steht, setzt euch hier, während ich bete. Shall we all zusammen wiederholen? Sollen wir das gemeinsam wiederholen? Setzt euch hier, während ich bete. Alle? Think that Jesus is telling to every one of us. Stellt euch vor, Jesus sagt das zu jedem von uns. Yeah. Sit with me. Setzt euch hierher zu mir. Sit. You simply sit here. I pray for you. Setzt euch einfach nur her. Ich bete für euch. I know your problem. Ich kenne deine Probleme. I know you have no solution for this. Ich weiß, dass du dafür keine Lösung hast. You are struggling with this problem for many years, nothing happening. Du kämpfst mit diesem Problem schon so viele Jahre und nichts passiert. Now give to me that. Jetzt gib mir dieses Problem. Sit with me. Setz dich hierher zu mir. While I pray. Während ich bete. Why? He is the high priest. Er ist der hohe Priester. This our brother Jesus. Dieser unser Bruder Jesus. He's not a prime minister, he's a high priest. Er ist kein Premierminister, er ist der hohe Priester. All priesthood comes from Jesus' priesthood. Alle Priesterschaft kommt von der Priesterschaft Jesu. Even all of us also has a priesthood. Auch wir haben alle eine Priesterschaft. But
Generally, we ask him, do this, give me, but we never think he is praying for us and he is able to give everything to us. Normalerweise beten wir immer, das, mach das, gib mir das, aber wir denken nicht daran, dass für uns betet, dass es uns gibt. And he also said in that night when he was struggling, when he was in pain, because he took the sin of the whole humanity. Und in dieser Nacht, als auch kämpfte, weil die Sünde der ganzen Menschheit auf sich nahm. He said in 34. Sagte in 34. My soul is sorrowful even to death. Remain here and keep watch. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Suppose in your home somebody is going to die. Stellt euch vor, zu Hause bei euch, da ist jemand gerade dabei zu sterben. Somebody of your relations. Jemand aus eurer Verwandtschaft. Then you will immediately go there to be with that dying patient and to also to console that family members. Ihr würdet sofort hingehen, um mit dieser sterbenden Person zu sein und auch um dessen Angehörigen zu trösten. That is the situation here. He know he is going to die. Das ist die Situation, wie sie hier ist. Weiß, dass sterben wird. And his death and resurrection is an ewiger, it's an eternal matter. Und sein Tod und seine Auferstehung ist etwas Ewiges. It continues. Es geht immer weiter. It never ends. Es hört niemals auf. But he has two natures. He has a divine nature. He is God. At the same time, he is man. Er hat zwei Naturen. Er hat eine göttliche Natur und gleichzeitig ist Mensch. His human nature is in such a pain. Und seine menschliche Natur ist in so großen Schmerzen. And it was so high that he began to sweat blood. Und diese Schmerzen waren so groß, dass angefangen hat, Blut zu schwitzen. Imagine to sweat blood one person. Really, how much pain will have? Stellt euch das vor, wie groß muss der Schmerz einer Person sein, die wirklich Blut schwitzt? It is real pain. Es ist wirklicher Schmerz. And he is telling, my soul is sorrowful even to death. I am feeling that pain of death. Und sagt, meine Seele ist zu Tode betrübt. Spürt diesen Schmerz des Todes. Can you stay with me sometime? Könnt ihr bei mir für einige Zeit bleiben? In Luke's Gospel he says, can you stay with me 1 hour? Im Lukas Evangelium sagt könnt ihr eine Stunde bei mir bleiben? I have felt this is a very personal asking. Can you stay with me, Thomas? 1 hour. Ich habe das sehr persönlich genommen. Etwas sehr Persönliches, eine sehr persönliche Bitte. Thomas, kannst du eine Stunde bei mir bleiben? Yes, yes, yes. Ja. We don't have to pray at that time. We have to be there to console him. Wir müssen da nicht beten in dieser Zeit. Wir müssen einfach nur da sein und ihn trösten. Suppose your mother is sick in the hospital after the operation. Stellt euch vor, eure Mutter liegt im Krankenhaus nach einer OP. You just visiting. Und ihr besucht sie einfach. Good, you have come to see me. Good, okay. Und die Mutter freut sich und sagt, schön, dass du vorbeigeschaut hast, um mich zu sehen. A visita. Just visiting. Einfach nur ein Besuch, eine Visite. That's what he is telling. 1 hour, be with me. Genau das sagt Eine Stunde, nur eine Stunde sei bei mir. Now here we can see how Jesus is praying as a high priest.
Hier können wir sehen, wie Jesus als ein hoher Priester betet. Abba, Abba, Vater. Verse 36. 36. Abba, Vater. All things are possible for you. Alles ist dir möglich. Take this cup away from me. Nimm diesen Kelch von mir. But not what I will, but that you will. Aber nicht was ich will, sondern was du willst. So this is how his human nature and divine nature. Das ist auf der einen Seite seine menschliche Natur und dann die göttliche Natur. His human nature says it's not possible. I cannot bear it. Please take away this. Seine menschliche Natur sagt, es ist unmöglich, ich kann das nicht aushalten, bitte nimm es weg. Suddenly his divine nature overpower it. Und plötzlich kommt seine göttliche Natur und tritt hervor. Und overpower or support and help this human nature. Und unterstützt diese oder hilft dieser menschlichen Natur. Oh, not my will. Oh, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. This is our situation also. Das ist genau unsere Situation. We are very much, sometimes it's impossible for our lifetime, certain problem. Oh Lord, I cannot, please take me, manchmal let me die. Ist es zum Verzweifeln, es ist unmöglich. Herr, bitte lass mich sterben, ich kann nicht mehr. Then suddenly we feel some feeling comes. Oh, God, help me. Und dann kommt plötzlich der Gedanke, Gott, hilf mir. I am helpless. Ich bin hilflos. That is the divine nature. God, he is working in us. Das ist die göttliche Natur. Das ist Gott, der in uns wirkt. So Jesus himself is our model. Jesus selbst ist unser Beispiel. He himself is telling, Father, take away this cup away from me. Er selbst sagt, Vater, nimm diesen Kelch von mir. Oh, no, no, thy will be done. Oh nein, nein, dein Wille geschehe. So, in our prayer, let us have a new idea. Not only we pray, let us learn how Jesus is praying for us. Haben wir diesen neuen Gedanken, also nicht wir beten, sondern Jesus betet für uns. We can also pray. Wir können natürlich auch beten. We have to pray. Wir müssen auch manchmal beten. But this is also a prayer. Aber auch das ist ein Gebet. So, now I will conclude here with this thought. I can speak a lot of things, but now it's already our time is over. Ich könnte noch viel sagen, aber ich schließe jetzt mit diesem Gedanken. Die Zeit ist schon vorbei. And we will make a little prayer now. Und wir sprechen jetzt noch ein kleines Gebet. I will also pray for your sicknesses, your pains and your sufferings. Ich bete auch für eure Krankheiten, eure Schmerzen und euer Leiden. Already that Jesus you received in the Holy Eucharist, he is in you. Dieser Jesus, den habt ihr schon in der Eucharistie empfangen und er ist in euch. Let us focus that Jesus in you. Lasst uns jetzt auf diesen Jesus konzentrieren, der in euch ist. Whom you received in the Holy Eucharist. Den ihr in der Heiligen Eucharistie empfangen habt. And say, I love you, Jesus. You are my brother. Und sagt, ich liebe dich, Jesus. Du bist mein Bruder. And you are God. Und du bist Gott. You are high priest. Du bist der hohe Priester. In Galilee, you went to house and healed all sicknesses. In Galiläa bist du von Haus zu Haus gegangen und hast alle Krankheiten geheilt. Come to my house. Komm zu meinem Haus. Come to, you are in my heart. Du bist in meinem Herzen. I am taking you to my home. Ich nimm dich zu mir nach Hause. You are the high priest in me. Du bist der hohe Priester in mir. Now all this time I was sitting with you. Diese ganze Zeit saß ich bei dir. Pray for me.
Bete für mich. Pray for my personal situation. Bete für meine persönliche Situation. I have also various sicknesses. Ich habe verschiedene Krankheiten. I have so many sorrows and traumas happened in my life. Ich habe so viele Sorgen, so viel Dramatisches ist in meinem Leben passiert. Jesus, I give everything to you, Lord. Jesus, ich gebe alles dir, Herr. To console you in your pain. Um dich in deinem Schmerzen zu trösten. You were also rejected by your own people. Du bist von deinen eigenen Leuten zurückgewiesen worden. So also me. Das passiert auch mir. It is so painful. Es ist so schmerzhaft. I offer that pain to you, Jesus. Ich gebe dir diese Schmerzen, ich opfere sie dir, Jesus. Jesus, pray for me. Jesus, bete für mich. Pray for my family. Bete für meine Familie. Fill me with your Holy Spirit. Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Fill me with your wisdom. Erfüll mich mit deiner Weisheit. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Alles zusammen. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Everybody. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Sende deinen Geist aus und alles wird Thank you very much. So now we can continue this tomorrow in more, so that we can also have some question answers tomorrow. Vielen Dank. Wir können da morgen weitermachen. Da können wir auch Fragen und Antworten haben morgen. And we can discuss. Und diskutieren. Yeah. Danke, Bruder. Wir treffen uns morgen um 9 Uhr im Pfarrzentrum. Pfarrzentrum ist Prälat 9 Straße 17. Ist nicht so weit von hier, 200 Meter oder 300 Meter maximal. Aber gibt es auch normalerweise genug Parkplätze. Es ist noch angenehmer. Okay, für mittags haben wir etwas organisiert für leiblichen Wohl, nicht nur für geistlichen Wohl, okay? Auch bringen Sie jemanden auch mit, okay? Habt ihr mich verstanden? Okay, danke, bis morgen. Ne?